Laufen. Blöd ist auch, dass die Aschestürme die Sicht sehr behindern. Da haben wir einen Kaguti. Was mich ja irgendwie auch wieder an die an das schöne Gleichnis von Frost Grillberg, wer vielleicht den Tweet geschaut hat, ich hab's ja gelesen. Sind sie das? Das können sie noch nicht sein, oder? Also wenn sie das wären, wäre es genial. Aber egal, wir gehen da sowieso rein. Ja, weg damit. Ja, wer vielleicht den Tweet gelesen hat, erinnert sich ein Schalk und ein Kaguti. Das ist es sogar, das Ushilaku Astraga. Wahnsinn, so schnell habe ich das noch nie gefunden. Aber das ist doch schön. Denn jetzt können wir hier drin die Ratte da vorne mit einem Feuerball erledigen. Oder auch nicht. Verdammt, wir können noch nicht mal eine Ratte töten. Mit einem Feuerball. Wie gesagt, deswegen mache ich erst Shortcuts, wenn unsere Zauber besser sind. Na komm, du doofes Skelett. Wie gesagt, ich will hier so ein bisschen noch... Ah, Mann! Doof! Ich hätte ganz vergessen, dass das Vieh so eine hohe Reichweite hat mit so einer Waffe. Wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen Zerstörung leveln, weil mir doch aufgefallen ist, dass ich sehr viel mit dem Stab kämpfe. Aber ich hätte schon gerne, dass wir auch gegen richtig schlimme Gegner richtig starke Zauber anwenden können. Deswegen... Es dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, bis wir die mit den Zaubern tot haben, aber... Es lohnt sich, wenn man Zerstörung richtig hochpumpt, weil zum Beispiel dieser Zauber, den wir uns erstellt haben, den können wir zwar noch nicht anwenden, aber wenn wir den anwenden können, dann ist das ein ziemlich heftiger Zauber, der auch ordentlich Schaden macht. Wow, das ist fies. Böses Skelett. Der hat auch so eine hohe Reichweite. Wahrscheinlich bekämpfe ich die jetzt eh gerade mit dem völlig falschen Element, aber es geht ja. Und wir freuen uns wie immer über... Oh, wir können nicht rasten, während sich Feinde in der Nähe befinden. Das ist wohl richtig. Nein! Hallo. Ich stecke hier fest. Gut, in den nächsten Bereich. Hier habe ich jetzt mal den Stab benutzt, weil er eben so nah an uns dran war und wir nicht mehr zurückweichen konnten. Aber ich werde, wie gesagt, versuchen... Jetzt können wir hier nämlich wieder rasten, haben wieder ein bisschen Mana, ist doch wunderbar. So muss das laufen. Wir haben halt... Warum ist die Leiche weg? So ein Mist. Hör, jetzt liegt die hier. Gut, wenn mir das einer erklären kann, Respekt. Ich glaube, da hinten geht's weiter. Aber da geht's auch lang. Wir gehen mal da lang. Auch wenn es wahrscheinlich falsch ist. Mann, wir kriegen keine Ratte tot. Also zumindest noch nicht mit einem Zauber. Laterus-Grab. Ja, ich gehe einfach mal immer weiter rein. Okay, wir sind richtig. Ich weiß noch, dass man durch diesen großen Raum musste. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wo man hier rein musste. Ich gehe mal ins Bruchgrab. Also ich werde das jetzt hier nicht komplett auscleanen. Ich werde jetzt hier einfach nur... daran kann ich mich nicht erinnern, hier an den Part. Fuck, ist das groß. Nee. Leichte Rüstung nochmal verbessert, sehr schön. Bald müssten wir doch auch wieder ein Level haben, ne? Ah, okay, dauert noch was. Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist... Wow, die Geister kriegen wir aber tot, ziemlich ordentlich sogar. Oh, was haben wir denn hier? Draken, Sonde, Dietrich,
Ja, ich glaube, wir sind wirklich falsch gegangen. Wir können jetzt noch den anderen Weg überprüfen. Sehr gut, Athletik, das ist ja auch eine unserer Hauptfähigkeiten. Geht doch voran. Wow, Spruchrollen. Egal, welche Spruchrollen das sind. Und Skoma. Wie ihr vielleicht wieder bemerkt habt, in Morphin findet man viel, wenn man die Augen offen behält. Also schaut immer mal wieder, ob ihr nicht doch vielleicht da in der Ecke noch was übersehen habt. Es lohnt sich. Dann rasten wir hier drin mal und dann gehen wir. Aber ich glaube, ich musste noch höher. In dem großen Raum da. Aber wir machen auf jeden Fall diese Höhle in dieser Session. Da vielleicht? Kefka-Grab. Naja, gehen wir rein. Oh, schön. Boah, da fällt mir auch irgendwie ewig das her, seit ich mal hier drin wieder war. Also das ist wirklich schon sehr lang her. Aber ich glaube, wir sind richtig. Ich meine das, oder? Ach, doch nicht, das kommt mir jetzt wieder nicht so. Oh, super, jetzt hängen wir fest. Also wird wieder der Stab ausgepackt. Ja, ach ja, das ist eigentlich mal auch eine gute Frage an euch. Was findet ihr denn? Worauf soll ich denn mehr skillen? Lieber auf Zerstörung, also auf den magischen Part, oder lieber eher auf den Stab noch ein bisschen? Ich persönlich würde ja dazu tendieren, beides ein bisschen in der Waage zu halten und ein bisschen die Gewichtung vielleicht auf den... Wo? Oh, von wo? Ach so, das war nur so ein Schmattitinschild. Da. Also ich persönlich würde halt ein bisschen dann versuchen, das in Waage zu halten, aber den Fokus ein bisschen auf den Stab legen. Ja, wie gesagt, also ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr mir da vielleicht schreibt, wie ihr darüber denkt. Weil es soll ja auch so ein bisschen interaktiv sein. Es soll ja nicht nur sein, dass ich alles bestimme. Und deswegen, ja, ihr könnt mir sowieso gerne mal schreiben, wenn ihr sagt, boah, du hör mal, kannst du vielleicht mal, was weiß ich, eine von den Festungen zeigen. Kann ich gerne machen. Müsst ihr mir nur schreiben, was ihr sehen wollt. Oder wenn ihr vielleicht wollt, dass ich mal irgendwo einbreche oder so. Da war doch gerade irgendwas Wertvolles. Da war doch gerade irgendwas. Ein identischer Wurfpfeil, einfach so. Ja, ja. Das ist natürlich sehr wertvoll. Das ist natürlich wunderbar. Gibt es hier noch mehr von diesen identischen Wurfpfeilen? Die sind nämlich sehr... Also identische Sachen sind immer sehr, sehr selten. Nordisches Claymore. Aber wir sind auch im Kefka-Grab falsch. Komisch. Ich meine aber, das hier zu kennen. Naja. Egal, auf die Weise lernen wir halt ein bisschen den Dungeon kennen. Ist da unten vielleicht noch was? Wow, ein Droik-Brust-Tarnisch. 5000 wert. Gar nicht schlecht. Ist, glaube ich, sogar so gut wie unser Brust-Tarnisch. Nee, doch nicht. Ach ja, mittlere Rüstung ist das ja. Das ist ja gar nicht leicht. Deswegen hat er so einen niedrigen Rüstungswert. Ja, was ich irgendwie auch ein bisschen schade finde, ist, ich finde es gut generell in Morrowind, dass es drei Rüstungsklassen gibt. Ich finde nur, dass die mittlere Rüstung ein bisschen schlecht umgesetzt ist. Zumal es gibt, glaube ich, keinen Meistertrainer für die mittlere Rüstung in Morrowind. Wenn das, wenn dem anders ist, könnt ihr mir das gerne schreiben, aber... Schleppschwanz. Also, soweit ich weiß, gibt es das nicht. Boah, der Feuerball sieht seit den Grafikoptionen, die ich da gemacht habe, echt schlimm aus. Egal. Liegt halt in der Blindheit. Von wo? Kam das Vieh jetzt aus dem Wasserfall raus? Aber wir sind auf jeden Fall falsch, so viel kann ich sagen. Muss man wirklich dann anscheinend bis ganz nach oben. Zerstörung. 53. Auf was ist stumpfe Waffe? 54. Gut. Ist ja noch ungefähr gleich. Weil man ja sagen muss, dass das Zerstörungswert am Anfang viel höher war. Also wir haben viel mehr mit dem Stab gekämpft. Aber wenn das so... So, das muss es jetzt dann aber sein. Moment.